Tarkin war neben natürlich dem Imperator der einzige Imperiale, von dem Vader Befehle entgegennahm. Wir haben bereits in einem anderen Video erklärt, dass die Hierarchie zwischen den beiden nicht ganz eindeutig war, dass manchmal der eine und manchmal der andere das Sagen hatte. Aus diesem Grund herrschte zwischen ihnen ein gegenseitiger Respekt. Man mochte sich jetzt nicht zwingend, hatte aber auch kein Problem miteinander und konnte sich auf die Kompetenz des jeweils anderen verlassen. Wenn Tarkin nur wüsste, was Vader seinem Sohn angetan hatte. Dieser wurde nämlich einst von Aufständigen getötet, zumindest glaubte er das. Was jedoch wirklich passiert war, davon hatte er keine Ahnung. Die heutige Story stammt aus der fünfteiligen Comicreihe Darth Vader und das verlorene Kommando und ist für die, die es interessiert, Legends. Sie beginnt mit Darth Vader, der von Palpatine einen neuen Auftrag bekommt. Ein imperialer Sternzerstörer ist im sogenannten Geisternebel verschwunden, einer Art kosmischem Nebel im Umbara-System. Seine Mission war gewesen, Aufständige in diesem System zu jagen. Offenbar lief dabei nicht alles glatt. Der Offizier des Sternzerstörers war jedenfalls niemand Geringeres als Großadmiral Tarkins Sohn Garrosh Tarkin. Großadmiral Tarkin machte deutlich, dass Vader nicht seine erste Wahl für diese Mission war. Der Dunkle Lord sei so besessen mit der Jagd auf Jedi, dass er bei einigen Missionen den Fokus verloren hatte. Deswegen stellte Tarkin ihm Captain Shale zur Seite, einen alten Rivalen seines Sohnes, der seine Strategien und Denkweisen kannte. Dieser versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Tarkins Sohn wiederzufinden. Also machten sie sich mit zwei Bataillonen der 501. auf den Weg. Und da sie nicht wussten, was sie erwartete, waren sie auf das Schlimmste vorbereitet. Sollten sie die Aufständigen finden, würde es wahrscheinlich zu einem kleinen Krieg kommen. Vader gab den Befehl, jeglichen Widerstand zu brechen, aber die Offiziere zum Verhör am Leben zu lassen. Sie landeten auf einem Schneeplaneten und fanden ziemlich schnell die besagten Aufständigen. Die bewaffneten Männer hatten sich vor einem großen Gebäude postiert, wobei es sich wahrscheinlich um ihre Basis handelte. Vader gab Schussfreigabe und wie zu erwarten, dünnten sich die Reihen der Aufständigen sehr schnell aus, sodass sie am Ende die Offiziere gefangen nehmen konnten. Doch diese hatten kein Interesse, Informationen über Garrosh Tarkins Aufenthaltsort mitzuteilen. Also befahl Vader ihre Exekution, wurde aber aufgehalten von mysteriösen Gestalten in weißen Gewändern. Sie versprachen ihm zu helfen bei was auch immer er suchte. Ihre Anführerin, Lady Zaro, bot Vader einen Handel an. Vader half ihr, Herrscherin des Geisternebels zu werden. Im Gegenzug hatte das Imperium ihre Treue und sie verriet ihnen den Aufenthaltsort von Garrosh Tarkin. Mit ihrer Hilfe fanden sie also den verschollenen Sternzerstörer. Dieser war allerdings komplett in zwei Hälften gebrochen. Alles deutete auf eine interne Explosion hin. Hier handelte es sich womöglich um Sabotage. Doch plötzlich wurde hinter ihnen das Feuer eröffnet. Der Feind hatte einen Überraschungsangriff auf sie gestartet. Da ihre Jäger aber deutlich weniger agil waren als die des Imperiums, gelang es Vader und seinen Männern, sie alle zu zerstören. Den letzten überlebenden Piloten ließ er noch am Leben und von ihm bekam er endlich alle Informationen, die er brauchte, um Tarkin zu finden. Als er das dem Imperator berichtete, erinnerte ihn dieser daran, wie wichtig Groß Moff Tarkin für das Imperium war. Im Gegensatz zu seinem Sohn war er nicht ersetzbar. Er war ein Meister in der Kunst, Furcht und Schrecken in die Herzen seiner Feinde zu treiben. Die Tarkin-Doktrin war das beste Beispiel dafür. Niemand wusste besser als er, dass man nur mit Stärke und einer überwältigenden militärischen Macht die Kontrolle behielt. Und niemand konnte diese Philosophie besser anwenden als er. Also durfte Vader bei der Rettung seines Sohnes nicht versagen. Der Groß Moff durfte nicht abgelenkt sein. Vader hatte aber eine andere Idee. Was wäre, wenn Garrosh diese Mission nicht überlebte? Was wäre, wenn es so aussehen würde, dass er von den Aufständigen, also von den Feinden des Imperiums, getötet wurde? Sein Vater würde vom Hass so verschlungen werden, dass er vor nichts mehr Halt machen würde. Er wäre dem Imperium von noch größerem Nutzen, da er jetzt einen persönlichen Hass auf die Rebellen hatte. Nichts würde ihn mehr aufhalten können. Er sollte quasi die Sith-Behandlung bekommen, ohne ein Sith zu sein. Palpatine gefiel der Plan. Er befahl Vader, ihn auszuführen. Doch es durfte nichts schiefgehen. Es war von größter Wichtigkeit, dass der Groß Moff niemals erfahren würde, wie sein Sohn wirklich ums Leben kam. Währenddessen überlegten Vaders Kollegen, was nun ihre beste Vorgehensweise wäre. Sie entschieden sich vorerst für eine Aufklärungsmission. Den Feind beobachten, Informationen sammeln und danach eine informierte Entscheidung treffen. Vader hingegen befahl eine sofortige offensive Invasion. Die Kampfläufer würden zwar in den Seen von Teer auf dem Planeten nicht weit kommen, aber das war auch nicht schlimm. Sie waren nämlich nur eine Ablenkung für Vaders Überraschungsangriff. Ein paar AT-ATs wurden sogar geopfert, damit die Aufständigen das Gefühl hatten, sie wären davongekommen. Sie würden Vaders Angriff nicht kommen sehen. Vader führte seine Männer durch die feindlichen Tunnelsysteme zur Zelle, in der sich Tarkin befinden sollte. Doch drinnen fand er nur dessen Protokolldruiden vor, der ihm erklärte, dass Garrosh diese Zelle schon vor einer Woche verlassen musste. Er hatte jedoch ein Geschenk von ihm, das er jedem geben sollte, der ihn suchte. Dieses Geschenk überreichte er Vader. Der Dunkle Lord reagierte im Sekundenbruchteil. Bei Tarkins Geschenk handelte es sich um einen Thermaldetonator. Er befahl seinen Männern, sofort in Deckung zu gehen und benutzte seinen massigen Anzug und Körper, um so viel von der Detonation abzufangen wie möglich.
Es funktionierte. Seine Männer blieben größtenteils unverletzt. Auch sein Anzug hatte der Explosion halbwegs standgehalten. Vader entschied, dass das Herumschleichen im Schatten nun vorbei war. Es war an der Zeit, die Brücke einzunehmen. Das gelang ihnen relativ schnell, sodass Vader nun die Brückenkapitänin verhörte. Sie behauptete, dass Grosh Tarkin die ganze Stadt dazu gebracht hatte, Treue zum Imperium zu schwören. Doch Vader hatte so eine Ahnung. Ein loyaler Imperialer würde ihm wohl kaum einen Thermaldetonator schenken. Also erhöhte er den Druck, indem er einen der Aufständigen in einen Teersee schmiss. Schließlich gab die Kapitänin zu, dass Grosh ein Verräter war und das Imperium hintergangen hatte. Zurück auf seinem Sternzerstörer versuchte Vader, etwas Ruhe zu bekommen. Er träumte von Padme, die ihn warnte, dass sich Attentäter näherten. Ohne Helm wachte er auf und aktivierte sein Lichtschwert. Er war umzingelt von den gleichen Truppen, mit denen er eben noch den Überraschungsangriff ausgeführt hatte. Sie hatten sich gegen ihn gewandt. Das Feuer wurde eröffnet. Auch ohne Helm stellten die Truppen natürlich kein Problem für Vader dar. Vom letzten Überlebenden erfuhr er, dass sie von Captain Shale geschickt wurden. Von Grosh's altem Bekannten, der Vader am Anfang zur Seite gestellt wurde. Er war auf dem Weg zu Tarkin. Er wollte ihn nämlich vor Vaders Zorn retten. Vader tötete ihn und traf auf seinen Kommandanten von der 501., der ihn über das Ausmaß der stattfindenden Meuterei informierte. Der Feind hatte alle Offiziere der Kommunikationsanlage exekutiert. Es waren nicht mehr viele loyale Männer übrig. Nicht nur das, der Sternzerstörer wurde sabotiert. Er explodierte von innen und begann, wie auch Tarkins Sternzerstörer, in zwei Hälften auseinanderzubrechen. Vader befahl Lady Sarrow mitzunehmen, doch sie war schon fort. Vermutlich hatte Captain Shale sie schon mitgenommen. Jetzt gab es nur noch einen Weg, runter vom Sternzerstörer. Im Raumhangar trafen sie auf Shales Männer. Nachdem sie sie vernichtet hatten, kamen sie in einem imperialen Shuttle knapp davon. Mit dem beschädigten Shuttle waren sie gezwungen, auf dem mit rotem Gestein durchzogenen Planeten notzulanden. Es waren nur noch Vader und 9 loyale Männer übrig. Schnell fanden sie unzählige von Shales Verrätern vor. Tot. Ihr Captain hatte sie im Stich gelassen. Sie waren exekutiert worden. Und genau das gleiche Schicksal könnte jetzt auch Vader und seine Männer erwarten. Sie wurden nämlich plötzlich von einheimischen Aufständigen angegriffen. Vaders Männer hatten keine Chance und wurden niedergemetzelt. Auch Vader hatte erhebliche Probleme, als er von beiden Seiten mit Flammenwerfern attackiert wurde. Den letzten Rest bekam er dann von Lady Sarrow mit einem Betäubungsschuss. Auch sie hatte ihn hintergangen. Als Vader wieder wach wurde, war er an eine Säule gefesselt, trug keinen Helm und wurde künstlich beatmet. Einzig und allein sein Hass hielt ihn jetzt noch am Leben. Grosh Tarkin stand vor ihm, er hatte ihn also endlich gefunden, wenn auch unter nicht gerade den besten Umständen. Grosh erklärte, dass Lady Sarrow Vader noch nicht töten lassen wollte, da sie glaubte, sie könnten ihn noch von ihrer Sache überzeugen. Er war hierher gekommen mit dem Ziel, den Geisternebel für das Imperium zu erobern. Stattdessen hatte er sich aber in Lady Sarrow verliebt. Sie konnte ihm nämlich etwas bieten, was er ohne es zu wissen sehnlichst gesucht hatte. Vergebung für seine Gräueltaten. Das hatte ihm die Augen geöffnet und zu einem überzeugten Rebellen gemacht. Mit diesen Worten verließ Tarkin den Raum. Vader war geschwächt, hatte keinen Backup mehr und es bestand durchaus die Möglichkeit, dass er bald seinen Verletzungen erliegen würde. Plötzlich hatte er eine Vision von Padme. Sie nannte ihn Anakin und merkte an, wie gebrochen er aussah. Als Vader sagte, dass Anakin fort war, ging auch Padme fort. Die Wut über diesen erneuten Verlust gab ihm neue Kraft, sodass er sich endlich aus seinen Fesseln befreien konnte. Er wurde von Captain Shale aufgehalten, zu dessen Unglück. Vader rammte seine mechanischen Daumen in seine Augen und nahm ihm die Fähigkeit zu sehen. Normalerweise war das eine aussichtslose Situation, aber Shale hatte einen Plan. Er ließ Vader nah herankommen und enthüllte schließlich seinen Gürtel voll mit Detonatoren. Und zum dritten Mal in den letzten 24 Stunden ging Vader halb in Flammen auf. Das überlebte er nur, weil er es noch rechtzeitig schaffte, Shale zumindest ein Stück von sich wegzustoßen. Als die Explosion vorüber war, wurde er mit der nächsten Vision von Padme konfrontiert. Mit dem Kern seiner Schuld. Sie sagte ihm, dass er sie umgebracht hatte. So wie Anakin Skywalker. So wie ihr ungeborenes Kind. Diese immense Trauer brachte ihn extrem nah an die helle Seite. Er ging auf die Knie. Doch dann kam die Erlösung. Padme sagte, ich vergebe dir. Eine Träne lief seine Wange herunter. Doch so schnell wie Padme erschienen war, verschwand sie auch wieder. Voller Verzweiflung schrie Vader, dass sie zurückkommen soll. Doch statt ihr stand nun Lady Sarrow da. Sie war für all diese Visionen von Padme in den letzten Tagen verantwortlich gewesen. Es war ihre Gabe, zu sehen und sehen zu lassen. Wutentbrannt begann Vader, Grosh Tarkin, der bei ihr war, mit der Macht zu würgen. Lady Sarrow flehte ihn an, aufzuhören. Sie glaubte, Vader in diesem emotionalen Zustand zum Guten bekehren zu können.
Sie sagte ihm, dass all seine Narben nichts weiter als verbranntes Fleisch sein konnten. Sie flehte sogar um Gnade für ihr eigenes ungeborenes Kind. Und es schien tatsächlich zu funktionieren. Vader war sichtlich bewegt und man konnte in seinem Gesicht erkennen, dass er sich sehr nah an der hellen Seite befand. Er lockerte den Griff um Geroshes Hals. Tarkin atmete auf. Nach einem Moment der Stille kehrte jedoch das Böse in Vader zurück und er ließ die Decke über ihn zum Einsturz bringen. Er selbst, Lady Sarrow und Garrosh Tarkin wurden unter den Tonnen Gestein begraben. Das war eins der wenigen Male, wo man wirklich schwarz auf weiß sehen kann, wie wenig Lebenswillen Vader eigentlich hatte. In diesem Fall war es sogar ein aktiver Versuch, seine Existenz zu beenden. Doch die dunkle Seite ließ ihn, obwohl er tagelang begraben war, nicht los und hielt ihn am Leben. Die Mission aber war ein Erfolg. Groß Moff Tarkin glaubte tatsächlich, seinen Sohn durch extremistische Aufständige verloren zu haben und ging mit neu entflammtem Hass gegen die Rebellen vor. Sidious war auch zufrieden. Doch es gab noch viel zu tun. Also widmeten sich die beiden dunklen Lords ihrer nächsten Aufgabe. So wie Vader und Palpatine agierten auch die meisten Sith vor ihnen. Doch es gab einen Sith, um genau zu sein, der Meister von Plagueis, der einen anderen Ansatz hatte. Man könnte ihn eventuell sogar als Kommunisten bezeichnen, der die Jedi nicht mal zwingend vernichten wollte. Mehr dazu in diesem Video. Josh und Dima out.